Hallo und willkommen zurück zu Schöningers Let's Plays und Pokémon Masters. Wir haben in der letzten Folge den Limitbruch, beziehungsweise wir haben Kapitel 4 geschafft und damit auch den Limitbruch freigeschaltet. Und da wollte ich jetzt mal gucken. Achso, dazu brauchen wir jetzt hier diese komischen Items. Von Level 30 auf 45, also mein Maximum wurde erhöht. Das nächste Maximum wäre 60. So. Dann, achso, jetzt haben wir natürlich wieder ein Dings freigeschaltet. So, ich bin aber jetzt durch die ganzen Missionen bei über 3000 Punkten angelangt und deswegen möchte ich immer die Gefährtensuche benutzen und 10 Gefährten suchen. Warte mal, hier gibt es noch diese einmalig garantiert. Ich möchte die Juwelenkaufbildschirm wechseln? Nee. So, ich bin gespannt, was wir kriegen. Kai mit dem Bibo. Kevin 4 Sterne mit dem Pinsel. Briggs mit dem Gekko 5 Sterne. Major Bob 3 Sterne mit dem Voltoball. Janina mit einem Ariados. Garanto 3 Sterne mit einem Arctilas. So, nochmal. Deswegen ist er jetzt verstärkt worden. Distma 4 Sterne mit einem Brotzang. Melanie mit einem Hundemon 5 Sterne. Svenja 3 Sterne mit einem Lunastein. Das waren sie. Die Gefährtenattacke von Galato und Arctilas ist jetzt auf 2. 250 auf einen Gegner. So, dafür haben wir doch bestimmt jetzt wieder was freigeschaltet. Ja. Trotzdem nur ein Buch. So, ich wollte mal kurz in den Decks gucken. Also, da kann ich drauf drücken. Okay, 3, ein Gegner. Ich wollte nämlich wissen, ob ich irgendeinen habe, der mit seiner Attacke schon mehrere Gegner trifft. Weil meine Gegner hatten das zum Teil ja schon. Ein Gegner. Ein Gegner. Trotzdem, schade. So, den Typen, wo ich die Dingsfähigkeit verstärkt habe, den sollte ich ja wahrscheinlich auch trainieren und ins Team nehmen. Aber ich glaube, momentan ist es noch am besten, wirklich breit aufgestellt zu sein. Aber ich habe echt keinen mit einem Dings. Mega Hundemon. Kickapo. Das ist sehr fies. Meine Gegner hatten das und ich nicht. So, Pinsir, er hatte sowieso nicht. Oder hatte ich seinen überhaupt schon mal benutzt? Ja, doch, ganz am Anfang mal. Alle nur auf einen Gegner. Und alle so zwischen 192 Schaden und 240. So, da ist er. Schade, dass es ein 3-Stern ist, der aufgewertet wurde. Trotzdem mein Gegner. Aber dafür 300 sogar schon. Und eine Lawine. Wie kann eine Lawine nur auf einen Gegner gehen? Naja, egal. Wir gehen in den Abenteuermodus. Neues Kapitel freigeschaltet. Kapitel 5.
Eine Stunde spielen, schon 30% runter. Nee, mehr sogar, 40%. Rosie, du hattest gesagt, dass sich auf diesem Berg eine WPM-Leiterin aufhält, richtig? Ja, ihr Name ist Geraldine. Sie ist Arena-Leiterin der Einer-Region. Sie hat total viel drauf. Wir sollten also voll bei der Sache sein, wenn wir zu ihr gehen. Hey, dass ich gesagt habe, wie stark sie ist, hat dich kein bisschen beunruhigt. Ich freue mich auf unsere Begegnung mit mir. Ihr. Was sie wohl für ein Mensch ist. Ich bin sicher, ihr werdet euch sofort gut mit ihr verstehen. Sie ist ein total netter Mensch. Also dann gehen wir schnell weiter. So, Kämpfe auf dem Berg, Pflanze und Gestein. So, ich habe noch nicht geguckt, welches Level die anderen haben. Und die sind natürlich Level 1. So, mal gucken, ob Empfehlung. Okay, ich habe sogar nur Pflanze. Und 2 Fünfer sogar. Und sie ist auf Level 20. Kann ich mir nur nach Gestein anzeigen? Es geht doch bestimmt irgendwo Filter. Typenschwäche. Gestein. Das ist nur Rocco. Und der ist auch 3 Sterne. Let me show you my rock hard willpower. So, trotzdem wäre es, glaube ich, am schlausten. Wenn ich wenigstens einmal upgrade. So, ich habe gesehen, manchmal lohnt es sich hier auch in der Stadt mal rumzugucken. Die haben normalerweise nur Texte. Aber manchmal gibt es auch welche, die einem was schenken. So. Ich glaube, wir machen einfach mal bei jedem irgendwie, dass die mindestens auf Level 15 sind. Davon haben wir ja gerade noch genug Punkte. Genug Bücher. Hey, right on. Kevin. So. Ich kann das noch 3-mal machen, dann habe ich tatsächlich keinen Dings mehr. Dann nehme ich erstmal so die Standardfähigkeiten. So, Blitz wollte ich upgraden. Major Bob. Frage ist, ob sich das lohnt. So, was haben wir noch? Diese anderen Symbole, die ich eigentlich noch nicht kenne. Ach ja, sie wollten mal. Oder ihn besser gesagt. Tja, 5 habe ich noch. So, jetzt habe ich keine von den Items mehr. Da wäre die Überlegung, ob ich nicht noch einfach irgendwas verstärke. Oder wir heben es uns einfach auf. So, kann man hier jetzt eigentlich schon irgendwas machen? Potenzial erhöhen? Nein. Geht noch nicht. Limit Pro haben wir gemacht. Attacke, Fähigkeit erlernen. Und da wollte ich eigentlich bei ihr den Gigasauger erlernen. So, aber da fehlen mir diese blauen Items. Okay. Dann let's go. Ja, machen wir mal so. Und wir gucken uns mal den Autokampf diesmal an. Kann ich mir auch gleich einen Schluck Wasser holen? So, Leute, sollte laufen. Something went wrong. Me! My turn! No!
Wie es scheint, hat's geklappt. Yes? Ready. Die Fanboys immer. So, mal gucken, was mich erwartet. Ich habe den ganzen Kampf nicht gesehen, weil ich im Bad war. Pokémon! So, meine Pokémon sehen eigentlich noch ziemlich gut aus, dann lasse ich das mal laufen so. Dass man nichts auch noch heilen kann, ist ziemlich praktisch. Der Kugelsatz war gerade ziemlich stark. Okay, aber man merkt, dass ich trainiert habe und genau die dabei habe, die ich auch brauche. Wonderful. I'm getting strong. I'm getting strong. Ein neues Buch. Noch zwei und ich kann wieder einen benutzen. So, diesmal ist Gestein primär scheinbar. Aber dann lasse ich das Team einfach so, wie es ist. So, mal sehen, was sie haben. Aber der Autokampf ist ziemlich gut eigentlich. Das Einzige, was er nicht machen wird, sind so Taktiken wie abwarten. Und er wird nicht entscheiden können, ob ein Vieh geopfert werden soll, lieber ein anderer geheilt werden soll oder nicht. Aber egal, bisher sieht es eigentlich noch gut aus. Selbst wenn ich jetzt nur zwei habe, sollten wir hoffentlich den nächsten Kampf schaffen. Weil die beiden, die ich habe, sind ja noch relativ voll. So, die ganzen Texte von den Leuten werde ich mir jetzt nicht mehr angucken. Das nimmt nur Zeit und ist eh nicht interessant. Das normale Standard-Pokémon-Blabla. So, ich hätte jetzt aber eigentlich eher die links und rechts angerufen als den Arena-Typen. Also den. Sehr gut. Wobei den stärksten gleich zu vernichten ist vielleicht trotzdem praktisch. Also, keine Ahnung, ob meine Entscheidung besser gewesen wäre. Besiegt! Alle wieder Level up, sehr gut. Da ist dieser Leier wieder. Tja, ich habe gewonnen. Her mit dem Orden. Hier, bitte sehr und vielen Dank. Ich bin bestimmt ein bisschen stärker geworden. Danke auch an dich, Swaronson. Swaroness, du hast gute Arbeit geleistet. Warum bist du so nett zu einem Pokémon, das versagt hat? Pokémon sind nichts anderes als Werkzeuge. Kein Wunder, dass du verloren hast. Oh, da ist sie ja, Gerardine. Nanu, was ist denn da los? Bei einem Kampf kommt es nur aufs Ergebnis an. Du bist viel zu nachsichtig. Bist du denn kein bisschen frustriert? Frustriert? Nein, Swaroness und ich hatten Spaß an unserem Kampf. Was ist hier los, Geraldine? Nanu, Rosie. Oh, wir haben uns ja schon ewig nicht gesehen. Wie ist es dir gegangen? Und seid ihr... Ach, du bist es schon in... Oh, er hat sich immerhin meinen Namen gemerkt.
Warum macht mich bloß alles an dir so wütend? Und überhaupt, was machst du hier eigentlich? Ein blutiger Anfänger wie du hast doch wohl nicht vor, bei den World Pokémon Masters mitzumachen. Leute wie dich, die ihre Grenzen nicht kennen, kann ich nicht leiden. Und was soll überhaupt diese Kappe, die du ständig trägst? Seine Kappe? Ach egal, ich werde dich jetzt ohne Rücksicht zu kleinen Hacktem verarbeiten. In einem Kampf einer gegen einen, bei dem sich niemand einmischt. Oh krass, was geht? Dir werde ich zeigen. Okay, Pikachu ist also immer meiner. Was ist? Mehr hast du nicht drauf? Ich dachte, du würdest für etwas mehr Unterhaltung sorgen. Neige dein Haupt vor mir. Ich gehe immer und überall als Sieger hervor. Muahaha. Habt ihr das gesehen? Mein Sieg beweist, dass ich im Recht bin. Ich habe nichts anderes von euch erwartet, Herr. Prima, Chef. Schwächlinge rotten sich immer mit anderen Schwächlingen zusammen. Wie passend. Wir sind hier fertig. Gehen wir. Naja, aber in dem Spiel geht's ja um Teamkampf. Alles in Ordnung schon, Ninja? Sowas. Was ist denn das für einer? Du hast also schon Ninja. Also ich finde, dein Kampf gegen Leia eben war toll. Du und deine Pokémon haben alles gegeben. Es ist toll, wenn man Pokémon-Kämpfe genießen kann, dabei Spaß hat und zusammenhält. Dann ist es egal, ob man gewinnt oder verliert, oder? Da stimme ich voll und ganz zu. Übrigens, wir sind hier, weil wir uns den Orden, den du bei dir hast, holen wollen. Verstehe, wenn das so ist, zeige ich einen meiner Lieblingsorte. Vielleicht sollten wir uns dort erstmal ein wenig ausruhen. Gute Idee, das machen wir. Du und Geraldine seid bestimmt erschöpft vom Kämpfen nehmen. So, letzter Kampf. Nee, doch nicht. Kommen noch unwichtige NPCs auf dem Weg zu dem Lieblingsort. Gar nichts. Warum hat er ihn nicht geheilt? Ja, mal hoffen, dass es dann besser wird. Dass ich den zweiten Kampf überstehe. Da hinten sind Mädchen. Läuferinnen oder was auch immer. Ah, okay. Es wird vor eine Pfadfinderin. Wie ist denn die Rangerin? Mitgenommen hat, war glaube ich eine gute Wahl. Und Gekkabo ist auch ziemlich stark. So, alle Level ab. So, nochmal Text und dann hoffentlich der Endboss. Dilme sieht echt wunderschön aus, wie toll. Freut mich, dass es dir gefällt. So, hast du dich zusammen mit deinem Pokémon gut ausgeruht? Wie denn, wenn wir auf dem Weg hier kämpfen mussten?
Dann lass uns jetzt gemeinsam noch etwas viel Besseres tun. Hihi, diese Antwort gefällt mir. Also dann, heben wir unsere Stimmung mit einem unterhaltsamen Pokémon-Kampf. Gegen Geraldine. Da 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 da. Volltrefferquote macht er hoch, okay, und Spezial. Also das macht mein Gegner auch, meine KI. Aber ich glaube, das bringt mich jetzt gerade nicht so richtig weiter. Hey, ich hab den angeklickt gehabt, scheiße. Na toll. Alter, warum auf Funky? Das habe ich gar nicht gedrückt. Ja, der Kampf war definitiv nichts. Spätestens wenn mein Gegner seine Attacke macht. Schade. Okay, vielleicht habe ich Glück, dass das noch reicht. Nein, leider nicht. Und jetzt kriege ich seine ab wahrscheinlich. Ich habe halt leider keine Ein-Stern-Attacke. Kacke! Okay, also spätestens bei Bosskämpfen sollte ich dann nochmal selber kämpfen. Ah, die ersten Runden waren auch krass. Die haben wirklich nur ihre Buffs eingesetzt, statt erstmal ein paar Gegner zu vernichten. Und in der Zwischenzeit haben sie halt fett Damage gekriegt. So, aber im Team würde ich trotzdem erstmal nichts verändern wollen. Hat nicht gereicht. Die erste Attacke hat so viel Damage gemacht, die zweite nicht. So, einer weniger. Aber das Schöne an den Fähigkeiten ist, die verbrauchen halt keine Ausdauer. Nur Initiative wahrscheinlich. Ey, ich hab zuerst gedrückt. Naja, immerhin hat. Ah, scheiße, ich wollte gerade sagen, hat das auch mein Schwächstes gemacht, aber.
Kann nicht sein, dass er es überlebt. Da muss ich schnell meine Spezialfähigkeit zünden, sonst werde ich es nicht überleben. Das reicht, wenn er so starke Attacken macht. Du hast noch eine Attacke und dann Spezialfähigkeit, bevor er angreift. Sonst sterbe ich. Geschafft. Ich hoffe, es reicht. Man merkt auf jeden Fall, wie es von Kapitel zu Kapitel immer schwerer wird, sowohl die normalen Kämpfer als auch die Bosskämpfer. I'm getting strong! So, wir sind auf jeden Fall deutlich über der Zeit, dadurch, dass wir am Anfang noch die Helden gezogen haben und verstärkt haben. Aber nichtsdestotrotz machen wir noch schnell die Siegbelohnung. Das war wirklich ein toller Kampf. Ich bin froh, dass ich gegen dich antreten konnte. Mein Pokémon und mich macht das glücklich, wenn wir beim Kämpfen neue Höhlen erreichen. Und es war nicht zu übersehen, dass dir auch Spaß gemacht hat, mit deinem Pokémon und deinen Kampfcharakter zu kämpfen. Ja, danke. Ach, ich muss dir ja noch das hier geben. Ich hoffe, es gefällt dir. Freiheitsorden. Geschafft, Janine. Damit haben wir den zweiten Orden in der Tasche. Weißt du was? Ich habe gerade beschlossen, dass ich auch deinem Team beitrete. Von eurer Seite werde ich bestimmt noch ganz viele unterhaltsame Kämpfe bestreiten können. Das ist alles beschlossene Sache. Dann machen wir uns also gleich startbereit für die Suche nach dem nächsten Orden. So, Abflug geschafft. Geraldine, 3 Sterne mit Swarmes. Du kannst jetzt an Events teilnehmen. Events wurden freigeschaltet. Schau dir unter Abenteuer an, welche Events gerade laufen. Events sind zeitlich begrenzte Gebietsinfos. In den Mitteilungen kannst du nachsehen, welche Events gerade stattfinden. So, aber damit muss ich erstmal Schluss machen. Mein Akku ist eh leer. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!